Was geht, CT und Tipp, ich erstmal mit dem Fuß am Start und ja, es geht weiter mit den Quick-Tipps und diesmal kein Warbang auf Season, aber es geht weiter auf Season und es ist eine Sache, die empfehlenswert mit einem Full-Team ist, aber es geht auch zu zweit. Trotzdem fehle ich euch einfach ein Full-Team, der Grund ist ganz einfach und zwar, wenn ihr ein Full-Team habt, dann ist der Go auf alle Fälle einfach und es geht jetzt um einen sehr starken B-Retake oder einen starken B-Take. Es geht darum, dass ihr als C schnell den B-Spot anspielen könnt und die CTs nicht sonderlich viel machen können. Wie gesagt, am besten im Full-Team, aber ich erkläre euch das jetzt, wofür man die zwei Leute braucht, das sind nämlich die zwei wichtigsten Leute. Und ich erkläre es aber dann trotzdem nochmal manchmal mittendrin im Full-Team und wir fangen an. Dafür brauchen wir auch Smokes, deswegen wichtig, dass die beiden Leute, die zwei Leute brauchen mindestens Smokes, der Rest, ja, am besten braucht man ja immer Granaten, aber die Smokes sind wichtig. Fangen wir an mit der ersten Smoke. Und zwar stellt ihr euch hier hin, ich erkläre euch den gleich, obwohl ich erkläre euch erstmal den B-Retake, also den B-Take, das ist, sag mal Retake, den B-Take. Und zwar ist es das Ziel, dass die zwei, von denen ich gerade rede, dass sie die Smoke brauchen, über die Mitte laufen. Ja, hier hinrennen. Und dann genau hier, wo die M41S liegt, warum auch immer, dass ihr den B-Spot von hier taket und natürlich unten CT sicher macht. Das heißt, dass ihr guckt, dass hier keiner wie die da einfach hier runter rotieren oder dass er hier oben halt hier oben sicher macht. Und ich erkläre euch, wie ihr das am besten macht. Ich erkläre es euch mit zwei Leuten und die anderen drei Randoms oder Premiers von euch, die stellen sich Richtung B auf. Das bedeutet, dass sie sich hier schon mal bereitstellen, ja, up-aim und dann auf euer Go reagieren. Das bedeutet, die erste Smoke, die ihr werfen müsst, ist von hier. Ihr stellt euch so hin, dass diese Wand hier, ja, fluchtet. Das heißt, ihr seht, der sich die Wand nicht mehr. Ganz minimal sehe ich sie nicht mehr jetzt. So. Und dann zieht er mitten auf diesen Schacht oben an diesem Schacht dran. Ich schieße das mal. Oh, nicht Burst. Ich schieße jetzt mal hin. Ich warte mal, bis die Ding Impact weg ist. Genau dort, wo meine Einschusslöcher sind. Da zieht er hin. Ja. Und dann werft die Granate und lasst die im Sprung gehen. Also nicht ganz oben, sondern mitten im Sprung. Das heißt, zack. So, jetzt zeige ich euch erstmal, wo die Smoke landet. Ich hoffe, die landet. Nein, sie landet nicht, natürlich nicht. Willkommen to Quick Tips. Ich übe es 30.000 Mal und es klappt und kaum will ich es vorführen, habe ich diesen scheiß Vorführeffekt. So, jetzt müsste sie landen. Danke. Danke, Quick Tips. So, jetzt ist die Smoke gelandet. Also ihr müsst sie sofort, nachdem ihr losgesprungen seid, gehen lassen. Ich mache es gerne nochmal, damit ihr seht, dass die mehr klappt als failed letztendlich. Draufziehen, zack und werfen. Ja, die müsste auch kommen. Seht ihr? So, dann ist dort weggesmoked. Das ist klar, weil die CTs haben immer Mittelspieler. Ihr sorgt dafür, dass der Mittelspieler zwei Sachen machen kann. Er kann wegrennen oder er kann aus der Smoke rauspushen. Beides ist tödlich für ihn, denn der andere Smoke-Spieler steht hier. Genau hier. Und macht, duckt sich am besten, damit er von dem hier oben nicht gesehen wird, der vielleicht hier guckt, ja. Duckt sich, stellt sich so an die Kante hier so und wirft einfach nur so eine Smoke, ja. Seht ihr? Gut, ein bisschen sloppy, ein bisschen scheiße. Werfe ich sie gerne für euch nochmal von vorne. Naja, kaum will ich was zeigen, fällt die Scheiße nur. Typisch. So, schon besser. So, da habt ihr eure Smoke. Jetzt hat er auch nichts mehr zu sehen. So, jetzt müsst ihr euch noch vorstellen, habt ihr noch die Smoke hier. Die ich eben geworfen habe. Und schon ist Mitte zu. Ihr habt dazu. Und dann könnt ihr schön über die Mitte laufen. Natürlich, wie gesagt, aimt hier ab. Nicht, dass ihr aus dem Smoke rauspusht und noch was versucht. Dann lauft ihr zu zweit. Wie gesagt, der eine, der die Smoke da von hier hinten reingeworfen hat und der die Smoke da geworfen hat, werft ihr, wartet. Deswegen wartet am besten auf den anderen hier lang, ja. Und sagt jetzt zum Beispiel den Callout, dass hier eure, die hier vorne standen, natürlich vorrennen sollen, dass der ungefähr zum gleichen Zeitpunkt ankommt und halt dann sowas machen. Einfach so ein paar Flashs raus, damit die hier ein bisschen beschäftigt sind und geflasht sind. Und dann könnt ihr hier beide raus. Der eine läuft am besten auf den Spot, ja. Und der andere läuft hier unten schön lang, guckt CT, macht CT sicher, guckt kurz, zack, geht nach oben, macht oben sauber. Das heißt, wenn hier einer steht, zack, ja, oder macht da sicher und... Natürlich einer der drei, bitte, ihr müsst es nicht, bitte hinten lang gehen, über hier oben lang, ist immer besser, nicht, dass hinten einer campt. Dann geht er am besten wieder zurück und kümmert sich um CT. Und so spielt er einfach einen ganz, ganz gescheiten B-Take. Also, ist es halt ein B-Split so gesehen, weil ihr über Mitte kommt zu zweit und drei halt über den ganz normalen Eingang bei B. Und so habt ihr einen super geilen B-Take. Ich dachte, ich gehe jetzt mal ein bisschen von den Wallbangs weg und erkläre euch das nochmal, damit ihr, auch Sachen habt ohne AWP, weil ich oft höre, dass manche gar nicht die AWP spielen können. Deswegen dachte ich, das hilft euch auch eventuell. Also nochmal hier hinstellen, ja. So. So. Da hinziehen, im Sprung gehen lassen. Der andere geht hier hin. Duckt sich, zack. Macht da die Smoke. Zack, liegt. Und jetzt ist Mitte schön zu. Ja.
Könnt ihr auch natürlich variieren. Ihr könnt halt auch eure Sachen umstellen. Das heißt, dass ihr einen hier langlaufen lasst, der andere macht den hier. Wer rechnet schon damit als CT? Ja, zack, geht hier rein. Supportet hier. Guckt, dass keiner pusht eventuell. Gibt Callouts. Kann wieder zurück Mitte, kann zurück T, kann auf B mit den anderen drei Leuten lang rushen. Also ihr habt Variationen, ihr habt dort einen sehr schnellen B-Go. Und ich behaupte, die Gegner werden sich auf diesen Go erstmal nicht einstellen können in die nächsten 3-4 Runden. Deswegen empfehle ich euch den. Und das war's von mir. Falls ihr noch Fragen habt, in die Kommentare, wenn ihr sagt, ey, das habe ich nicht verstanden oder sowas, dann in die Kommentare, dann versuche ich euch das so gut wie möglich zu erklären. Wie gesagt, das war's von mir. Ja, haut rein, mein CT und T-Buddies. Euer Bumps bin diffused. Bye. What's up, guys? This is Spencer, Hiko Martin, and Jordan Nothing Gilbert here in ESL One Cologne, right? That's right. We just wanted to tell you, make sure you subscribe to Bomb Has Been Diffused. If you don't, a flashbang dance in your face. Okay? That's right. Thank you, guys. Shit.